Auch die SVA Vermögensverwaltung aus Stuttgart ist zu Gast auf der Jahresauftaktveranstaltung der DRB Bank. Es geht um den Depot-Contest. SVA ist in diesem Jahr einmal mehr dabei. Karl-Heinz Geiger managt die Geschichte. Und wir wollen an der Stelle über Gold reden. Herr Geiger, Sie haben vor 2 Jahren gesagt, Gold 2000, muss man sagen, Chapeau. Haben Sie recht gehabt, haben wir fast erreicht, knapp drunter gescheitert. Jetzt am Jahresstart Gold bei etwa 1650 Dollar die Unze. Und es gibt zwei große Lager. Die einen sagen, na, das Ende der Hosse ist nah, und die anderen sagen, na, auf zu neuen Höhen. Welcher Kategorie gehören Sie an? Weder noch, würde ich sagen, momentan. Wir haben einen sehr starken Anstieg gehabt, wie wir auch prognostiziert haben vor 2 Jahren. Da hat uns keiner geglaubt. Wir haben das Gold in die Depots gekauft, sind damit glücklich, sehen aber momentan eine gewisse Beruhigung in dem Goldpreis. Also sprich, wir sehen jetzt nicht die Höhenflüge auf 3000 oder sowas, sondern sehen also in der Regel, würde ich jetzt mal sagen, eine Bewegung etwa unter Grenze die 1500, vielleicht oben nochmal die 2000. Das Ganze hängt aber doch dann sehr stark eben von der weiteren politischen Entwicklung ab und auch von der Entwicklung der Schuldenkrise in den Staaten dann auch. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Welches Szenario gilt denn für welchen Goldpreis? Wenn wir beispielsweise Richtung 2000 gehen, immerhin, das wären ja nach Adam Riese rund 20%, wäre ja ein schöner Gewinn. Aber was müsste da im politischen und wirtschaftspolitischen Umfeld passieren, dass wir diesen steigenden Goldpreis vor diesem Hintergrund sehen? Also wir sind ja noch lange nicht durch mit der Staatskrise, mit der Staatsschuldenkrise. Das heißt, alle Unruhen, die hier immer wieder über die Presse gehen, also sprich auch wenn jetzt in Griechenland irgendwas wieder hochkochen sollte, wenn Italien, wenn Portugal hier weitere Negativmeldungen kommen würden, würde den Goldpreis in Richtung 2000 wieder bewegen. Also es ist momentan eher so eine Phase von einer Spekulation auf diese Entwicklung, auf die politische Entwicklung. Sind Sie eher der Anhänger des physischen Goldes? Es gibt ja da die Anhänger, die sagen, ja, Gold geht nur, wenn man Münzen hat und die sich ins Depot legt, beziehungsweise in den Tresor. Oder eher andere Anlageformen, gibt es ja Zertifikate, ETCs etc. Also wir sind ganz klar der Anhänger, im Endeffekt der physischen Barren letztendlich. Aber wir kaufen hier eben nicht unbedingt die Barren direkt. Es gibt ja auch andere Produkte, andere Anlagemöglichkeiten, indem man quasi die Barren sich in das Depot holen kann, ohne gleich den Keller ausräumen zu müssen. Weil das ist für viele Kunden dann doch etwas zu mühsam. Also jetzt übertreiben wir mal, die Tonne Gold in den Keller zu legen dann. Ja, da bricht wahrscheinlich dann auch der Zement auseinander bei einer Tonne Gold. Der kleine Bruder des Goldes, Silber, oder sozusagen das Gold des kleinen Mannes, wird auch immer wieder genannt, auch als Spekulationsobjekt. Da stehen wir aktuell bei ca. 30 Dollar die Unze. Ist es für Sie in der Tat auch etwas für den Privatanleger, oder sind die erratischen Bewegungen dann da doch ein bisschen zu stark? Also Silber ist ganz klar eher ein Industriemetall zum einen. Also es wird auch ja sehr stark in der Industrie benötigt. Es ist auch im Verhältnis zu Gold natürlich eine Wertanlage. Aber Sie haben es ja gesagt, also erratische Bewegungen, also sprich viel, viel hektischer das Ganze. Nichtsdestotrotz auf dem aktuellen Silberpreis wieder sehen wir also auch hier eine relativ gute Einstiegsmöglichkeit für diese Variante statt Gold auch mal in diesem Silber was zu investieren. Ich habe es gesagt, Sie managen beim Depot-Contest das Depot. Da geht es sicherlich nicht nur um Gold und Silber. Auf welche Trends setzen Sie hier? Wir setzen zum einen nach wie vor auf den Trend, also teilweise raus aus dem Euro in Form von Rentenpapieren, aber die müssen auch realwirtschaftlich hinterlegt sein. Das heißt, wir suchen Anleihen, die Pfandbriefcharakter haben, die Industrieanleihen beinhalten etc. Auf der Aktienseite nehmen wir Branchen, die gang und gäbe sind, also sprich, wir haben also so eine Grundhaltung in Form von Essen, Trinken, Energie, Gesundheitswesen, wo wir sagen, das sind die Branchen, die auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wahrscheinlich eben überleben werden oder halt auch gute Zuwächse bringen können. Unter dem Motto, gegessen wird immer. Sagt Karl-Heinz Geiger von der SVA Vermögensverwaltung im Rahmen des Depot-Contest. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.